So ruhig. Ah, stimmt, der Falle. Da fliegen wieder welche. Ja, Jungs. Mit dem Raketenwerfer ist klar. Du bist doch nur neidisch, weil du nicht fliegen kannst. Ja, das mag ich. Mit deinem Stümmelärmchen. Aber jetzt ist er tot und das befriedigt auch. Ja, das denke ich mir. Du alter Grabschänder. Ja. Deswegen vermisst er doch da aus der Vorliste. Da kommt man die Leiter mit ins Bett nehmen. Dann ist zwar völlig okay. Nein, war es nicht. Dennoch hast du es immer wieder getan. Wir brauchen Beweise für solche Anschuldigungen. Ich glaube, diese Videobeweise existieren leider wirklich nicht mehr. Falls ihr einen Screenshot davon gemacht habt, schreibt es doch mal in die Kommentare. Wenn ihr gut sind, darin Screenshots zu erstellen, die angeblich wahr sind, schreibt es mal in die Kommentare. Also, wenn das hier keine Falle ist, oh, das ist so ein wesentlicher Stil hier, ne? Ja, Falle! Ja. Wow, Schild gegen Schild, wie geil! Könnte aus dem Michael Bay Film sein, wenn die zwei Geschütze aufeinander schießen. Die einzige Chance ist, die Kills vom Doktor zu klauen, ist schneller als seine Raketen zu schießen. Das ist nicht schwer. Ja. Das ist nicht schwer. Aber wenn du zwischendrin nachladen musst. Wow! Das ist Noob Salda Noob, viel Spaß! Wir gehen mal ein bisschen anders hin. Oh, der geht aber. Ja, oh, auf den Kopf ziehen, ihr müsst auf den Kopf ziehen. Und das war's. Shotgun-Feuerrad, das bringt euch auch nichts, ne? Das ist großartig! Scheiße! Hab ich so viel Krust eingesammelt, Inventar ist voll! Ja, das kenne ich, hab ich auch. Ich muss mal den nächsten, oder noch nicht, aber ich müsste bald kommen. Und dann sammle ich den. Wow. Achso. Den nehme ich mit. Oh nein, schon wieder Schild gegen Schild. Das hier liegt das Schild gegen das andere. Ah, ich hab meinen Raketenwerfer weggeworfen. Ja, ich weiß. Ich gebe mir meinen Raketenwerfer wieder. Den hab ich schon verkauft. Ich schwöre. Alter. Was denn? Ich guck mal, ich glaube, ich habe keinen Raketenwerfer. Irgendjemand hat gerade meinen Raketenwerfer eingesteckt. Ich weiß nicht, was du sagst. Moment, ich mach das! Okay! Was denn? Ich weiß nicht, wie die Raketen. Was für ein Raketenwerfer? Ich hab doch keine Ahnung, was du da redest. Irgendjemand hat meinen Feuerraketenwerfer! Komm, ich hab meinen Raketenwerfer mehr! Ich hab doch keine Feuerrakete. Ich sniper hier. Du hast den gerade in der Hand, du Drecksack! Wie soll man denn hier arbeiten, Mann? Ich hab nur noch 61 Schuss, danach gebe ich mir wieder. Ich geh doch nicht leer, du Drecksack! Ja, stimmt, jetzt hab ich 64. Ich schaff nur 3 Schuss wegzukriegen, Mann. Gib her jetzt! Ohne Witz, du schaffst einfach das Ding mal wieder zum. Alter, gib her jetzt! Zu gut, gleich eingesackt, als er weggeworfen hat. Komm, losgerannt. Ja, den wollte ich auch nicht wegwerfen. Und ich stehe noch daneben, auch den nehme ich mit und dann renne ich los. Ah, oh, das ist dann weg. Das ist dann weg, also ein bisschen Platz. Ich hoffe, dass man den nicht hier was verkaufen kann, dann habe ich auch wieder Platz hier. So, hättest du den verkauft, dann gäb's Ärger. Bis ich Level 43 bin. Dann gibt's keinen Ärger mehr nach Level 43? Nee, dann habe ich tatsächlich den besseren. Also. Wo ist der Loop? Moment, ach, der ist da hinten. Der chillt seine Base. Mhm.
sammelt jetzt auf, was der Doktor weggeschmissen hat. Die Leichenflatterei mal was anderes, mal anders. Du guckst, wie der Doktor alles wegflattert und dann auch so in der Außen die Überreste ein. Hier war gerade so wieder so ein das Feuer, so ein großer Roboter, das war perfekt für die Pistole mit der Säure. Jo, kannst du wieder haben, wenn du willst. Ich hab dir jetzt gegeben, so. Solange du ihn nutzt, oh, das ist cool. Ja, man sieht halt beim Schießen nicht mehr so allzu viel, man sieht nur noch die Säure. Ja, ja, aber solange du was triffst, siehst du den Schaden rausploppen. Ja. Was war das jetzt für eine Pistole, ne? Ist die auch so schnell? Ah, nur 18 Schuss, aber 61 Schaden, nicht schlecht. Da seien sich gerade welche ab. Und ich meine nicht kacken. Ah, du machst das Spaß. Jetzt bin ich auch voll, ich kann nichts mehr einsammeln. Zu viel Scheiß eingesammelt, ja. Sieh dir das an. Ja, ich müsste mal alles unter 10.000 oder so wegwerfen, aber ich habe keine Lust. Boah, immer noch nichts zu verkaufen, aber hier können wir wieder fahren, das ist so praktisch. Ich guck mal auf die Map, da vorne muss irgendwas kommen zum Verkaufen. Fahr weiter, Bruder. Wow, nein. Vielleicht kannst du da hinten. Fahr weiter, Bruder. Fahr weiter, Bruder. Ach, hier. Hä? Ich kann kein Fahrzeug regenerieren. Vielleicht kannst du? Okay. Ich konnte gar keins machen. Oh Gott. Naja, mit Turbo geht es auch. Eine Turbo hält ganz schön lang. Du machst ja. Ohne Witz, oder? Guck mal, die ganze Zeit der Helm, oder? Jetzt ist er aus. Und lass uns Spaß haben. Spaß! Schmerz! Achso. Ah, Spaß! Boah, Chemiesoldat! Drecksack! Chemiesoldaten spritzen Säure. Das ist bekannt. Du weißt doch gar nicht, John Brick. Ah, ich kann nichts einsammeln. Das tut so weh. Ja, voll nervig, gell? Feuerschutz! Gib dir Feuerschutz! Ja, der ist halt immun gegen deinen Repeater, Tobi. Ich hab doch keinen Repeater mehr. Achso. Oh oh. Fuck! Oh! Oh! 53.000! Bist du runtergefallen oder was? Ja, ich wollte auf die andere Ebene springen als tiefer. Bin aber ein bisschen schräg gekommen, bin dann auch in den Abgrund gefallen. Deswegen dieses Oh oh. Gott, hier mal jetzt raus. Alles unter 10.000 kann weg. 11.000 wieder. Oh, alles unter 10 habe ich gesagt.
Kurz Inventar säubern hier. Gerade die Schilde, was nur 5000 bringen, die schmeiß ich raus hier. 3000, ja, warum habe ich denn das mitgenommen? Warum sagt denn niemand was? Okay. Oh! Oh, shit. Ja, ich habe ein falsches Schild eingenommen. Dann. Geht nicht zu, mein Kleiner. Ich glaube, ich habe das Richtige wieder. Ja, ist klar. Was, 15.000? 30.000. Nein, das Schild. Ich nehme jetzt nichts mehr auf, was unter 10.000 ist. Ja, das sowieso nicht mehr. So wie es aussieht, schmeiße ich demnächst alles unter 11.000. Wow, 30, scheiße, ich war zu langsam. Türchen nicht irgendwo so ein Arsch rumfliegen? Die sind alle tot! Ich höre immer noch das Geräusch deswegen. Irgendwie so eine Düse. So ein Düsenarsch. Eine Arschdüse. Ja, eine Turbo. Ah, hier Düsenarsch. Trieb. Ups, hallo. Aber was passiert hier? Ist das eine Neverending Story hier oder so? Ja, ich koche denn den Dresser Anzug wie einen Hummer! Der war nicht schlecht. Waffenkiste! Jeder mag das. Nur Crap! Vielleicht sind sie ja Geld wert. Also gutes Geld. Ey. 10.000, 9.000. 14.000. Ich mach mal die Waffenkiste auf, weil ich cool bin. Ja, auch alles voll mit Bots. Wo ist denn da? Achso! Warum schießt er denn jetzt auf mich? So, was waren das jetzt hier für Mods? Jetzt haben wir eine Waffe aufgesammelt. 9.000. 19.000. 19.000. 122.000 und weg damit. Alter, steht 94.000. Das war nicht schlecht hier. Scheiße. Sieh dir das an. 23.000. 9.000. Ah, nur was? Es geht ums Geld. Nein, vergiss es. Lohnt sich nicht denn Mühe, hier über die Brücke zu kommen. Das müssen wir abliefern. Ja, direkt hier vorne. Ja, direkt! Das ist aber schön. Gehen Sie nicht über los. Da warte ich mal auf der Herr Noob. Vielleicht kommt der ja mal vorbei. Nö. Ich bin ja einen Weg nach Lockdown Palace. Hallo Reisender! Auf dem schwarzen Brett in T-Bone Junction sind neue Missionen verfügbar. Später. Hier klingt der Klapp ein bisschen anders, oder? Halt, ich will hier verkaufen. Ich will hier verkaufen. Oh ja, endlich. All der Reichtum jetzt für mich. Oh ja. Soldat, Sirene, hat sie Klassenmods. Plus 27 Teamschild, aber mehr haben wir Waffen.
Plus 13, mehr als 13, oder? Was denn? Munition, Regeneration. Warte, ja, müsste. Moment. Weil hier ist 13 und plus 48 Team-T-Genauigkeit. Oh, warte mal, wir haben plus 12 Team-Regeneration. Und Team-Magazingröße 30%. Ah, das ist aber die 30% ist ziemlich cool, das sollte man jetzt lassen. Ja. Wegen dem 1% ist jetzt so, also Munition geht uns ja eh nicht aus. Eben, mal ganz genau. Ehrlich. Da haben wir keine Probleme mit. Also, Verkauf. Heunern Schild, 706 Kapazität. 706, ich glaube, ich guck mal gleich, ich glaube, ich habe etwas mehr. Feuerresistenz, sonst nichts. Guck mal kurz, mein Schild hat 762. Okay. Oh, was verkaufe ich jetzt? Ich benutze gerade wieder viel Sniper, dann würde ich sagen, ich gehe mal auf Sniper Rifle auf 108. Habe ich schon. Dann Revolver 160 habe ich auch schon. Shotgun auf 180 habe ich schon. SMG auf. Du kannst es nicht verwenden. Ach, dann habe ich das schon. Oh ja. 980. Oh, ich habe hier alle schon. Dr. Feuer Rocket Launcher, 574 Schaden und vierfach Feuer. Nur 574? Ja, nur 574. Okay, ich verkaufe. Dann nicht. Nur. Nur, ich habe 444 mal 3. Ah, okay. Und Tobi. Das ist ein ganz normales Paarungsverhalten unter diesen Traktoren. Oh, der Säure-Launcher ist aber nice. 989 und vierfach Säure. Yeah, vierfach. Können wir? Auch nicht? Können wir? Warte. Herr Noob war auch gerade im Menü. Jetzt okay, ist es wieder Loki. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Doktor, Moment. Nee, ist aber nur Loki. Vielleicht ist es ja. Ja, ich verkaufe später den Rest. Okay. Ah, jetzt ist der Doktor. Jetzt haben wir alle. Oh, warte. Oh. Jetzt haben wir alle. Sunken Sea. Wo mit rein? Okay, das krieg ich nicht hin. Runter und dann wieder hoch. Okay, das, ich glaube, das geht. Ja. Oh. Oh, cool. Aber reicht nicht, wenn man geradeaus weiterfährt und dann drüben einfach runterfällt? Nee, würde ich nicht machen. Ich mach das jetzt mal. Weil ich viel cooler bin als ihr. Okay. Und jetzt fahren wir hier wieder hoch. Wow. Yeah, und hat sich gerade. Ah, brauch mehr Schwung. Geht's aber wieder zu Ende, ja? Ja, ja, ist egal, ich will schon probieren. Ich will wissen, ob es geht. Okay. Ob der Wagen hier vielleicht zu schwer dafür. Landstreicher. Okay. Nein, danke schön, nicht mit dem Wagen. Keine Ahnung. Danke. Ich dachte schon, wir hätten es überlebt. Freunde! Im Urmeer war das mal eine Was? Insel. Wir sind gesprengt worden. Mr. Shanks persönliche ja, wir werden gejagt gerade. Ein Wortspiel. High five!
Niemand? Such nach einer Felsenzunge im Nordwesten. Von da aus kommst du rein. Zungenspiele. Was? Ach komm, diesmal mit dem Schelmauto. Oh. Ja, wir müssen schanzen diesmal. Sniper. Muss ich überlegen, wie wir da hochkommen. Also gut, wir brauchen ein schnelles Auto. Das ist doch da, wo wir jetzt stehen, eigentlich die Auffahrt hoch, oder? Ja, aber die Auffahrt ist ja direkt unter uns. Ich kann das schnelle Fahrzeug nicht bauen. Ist es der Racer? Ja, nee. Was ist denn das jetzt für ein Ding? Ey, du, warte doch. Tschüss. Ist aber nicht der... Oder ist der Racer? Ich bin sicher oben drin. Dankeschön. Meine Güte. Alles klar. Das ist eine Schanze. Na, guck mal, mal das schaffen mit dem Ding hier. So, dann versuchen wir die Schanze jetzt gleich nochmal. Ob wir es jetzt müssen oder nicht. Ah. Wuhu! Yeah! Wie geil ist das denn? Tatsächlich, mit dem geht's nicht. Ist da eine Waffenkiste da vorne? Ist da irgendwas? Nix. Nö, da liegt ein halber. Da liegt ein halber Bus. Panzerbus. Ja. Nicht trauen. Oh, guck mal, ich bin auf der Kiste. Die hat der Bus verloren. Du bist mal kurz aussteigen, musst die Dinger umwerfen. Nee. So, was haben wir? Ja, brauchen wahrscheinlich den anderen Wagen, ja. Ja. Ah, da. Moment. Okay, dann nehmen wir den anderen Wagen und hauen jetzt ab. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Wow, 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 ich hau mal ab. Was? Ja, gute Idee. Was? Und die Freunde sind wieder nicht da, ne? Nein. Oh, die sind so unfreundlich. Oh. Okay. Wir wissen auf jeden Fall, wir kommen da hoch, wenn wir das wollen, ne? Also sind wir hier unten gespawnt. Und, ja, holt euch einen Racer, ihr müsst da durchsprengen. Wo sollen wir jetzt mit dem Racer her? Ach da. Mach dein Gefährt auf. Ich kann keinen bauen. Du musst... kannst du nicht nach links klicken? Monster. Wohin, nach links? Und dann nach links? Oder was, rechts? Panzer? Monster, ach, oben, scheiße, Fahrzeug 2. Ja, ja, ja. Ah. Nein, nein, ich musste oben das Fahrzeug wechseln. Das war's. Dann müsst ihr da durchspringen. Wodurch? Da, direkt daneben ist eine Schanze. Ah, okay. Da müsst ihr Gummi geben. Ja, ja, muss man bloß ein bisschen Schwung holen, das geht ja. Ich glaube, das langt, ne? Ja, so. Alle Richtung. Geradeaus und dann links, oder? Ja. Das ist die Bude von meinem ersten Mann. Hab schon immer gefunden, das Dach gibt eine tolle Rampe ab. Tja, finden wir's raus. Showtime. Willst du springen, Loki? Da ist sie. Cool machen. Egal. Okay. Nein! Gleiches Recht für alle. Ich habe einen, du darfst sein. Oder sollen wir warten, bis die Boys da sind? Ob sie es schaffen? Ja, ja, können wir kurz warten. Man darf nicht so viel lenken, ist mir aufgefallen. Der lenkt, verliert. Oh nein! Nein, falsche Richtung! Das ist die richtige Quest für den 24 Stunden. Aber die machen wir dann so 23:30 oder irgendwie so.
Tobi, du musst Gas geben! Du musst Gas geben! Deine Mutter muss Gas geben. Ja! Oh. Ich drücke F! Tobi, du musst nach vorne drücken auch! Ich drücke F! Anzeiger ja, durch! Ja? Also, dann gib Gus! Ach, darüber! Oh, das ist ja. Okay, cool. Okay, cool. Aus. Was? War jetzt ohne Boost, oder? Das war mit Boost. Klatsch der zweite daneben. Ich war außen rum. Wenn du drin bist, such dir einen Echo-Transmitter, damit ich weiß, dass du es geschafft hast. Oh, wir sind da. Ja, aber kommt nicht rein! Also nochmal. Oh nein! Oder oh nein! Ich laufe jetzt mal außen rum, aber ich glaube. Doch, geht doch rein. Hier ist alles offen. Ah, okay. Ich bin woanders. Hey, Tobi ist wieder unten. Ich bin halb unten. Ihr drückt ja sicher gleich auf so eine Schnellreise oder so, ne? Nee, oder? Nix Schnellreise, erstmal hier töten! Dann muss ich das Fahrzeug runterwerfen, nochmal durch das Ding durchspringen. Yippie, Schweinebacke. Aber hier ist ein Speicherpunkt. Super. Du könntest also sterben, Tobi. Kostet Geld. Oh. Ja, wir gehen gleich schnell reisen. Aber ich will mich erst hier umgucken. Vielleicht für mich. Ah! Nicht schnell reisen, ich will dann nochmal hoch. Ja, ich bin. Okay, ich hab mit dem Fahrzeug wieder oben. Diesmal schaffe ich diesen Sprung. Ich wette, den kann man gar nicht schaffen. Ich glaube auch nicht, da stand irgendwas mit Moxie und Felsvorsprung. Ich glaube nicht, dass du reinspringen kannst. Geh mal in den Knast! Warte, bitte kurz. Ist jetzt ins Glas gefallen? Mein Messer ist runtergefallen, ja. Alter, was ist denn? Nein, das geht nicht. Du hast es geschafft! Damit haben die nicht gerechnet, dass du auf ihren Köpfen landen würdest. Okay, sind wir auch nicht. Bestimmt hat Mr. Shanks deine Kleine in einen der Zellenblocks gesperrt. Geh in das Gebäude. Jetzt dürft ihr reingehen, weil ich weiß eh nicht, wie ihr da reingekommen seid. Lockdown Palazzo. Shoppen. Der Teleporter, den Athena bei sich hatte, ist deine einzige Chance, sie da rauszuholen. Im Club ging alles so schnell, dass sie ihn nicht einsetzen konnte. Jede Wette, Mr. Shank hat ihn ihr abgenommen. Du musst ihn ihm abnehmen. Vermutlich wird er ihn um keinen Preis der Welt rausrücken wollen. Kann also durchaus sein, dass du ihn erledigen musst. Schön tief zielen. Yes, ma'am. Ja, ich hab bei schön tief zielen was? Du sollst schön tief zielen, damit du Mr. Shanks auch da triffst, wo es weh tut. Unterm Ohrläppchen, ich verstehe. Natürlich. Oh. Piss off. Nein, wir sollten wieder gehen, da steht Piss off. Hab ich gerade gemacht. Mit. Oh nein, das sind Sträflinge. Siehst du Sträflinge?
Ukrainischer Wessler? Ich sehe nichts. Was? Aua, was? Alter, der brüllt einfach durch die Gegend. Wo ist der denn der? Ach, da! Fort. Das ist großartig! Wow! Haha. 200. Warte mal. Man wartet immer noch. Und dann sagt alles er dann. Gut. Und was ist das Ding wert? 21.000 und er wird sich verkaufen. Was frische Ratte? Oh Gott. Ja, das sind ganz normale Rattenboxen, wie man sie auch im guten, jeden guten McDonald's findet. Kann ich nicht. Jetzt kann ich wieder. Hey, versuchst du doch die heimliche Tour? Ich meine, das nennst du heimlich? Unsere Kameras haben dich übrigens erfasst. Und das ist das erste neue Fernsehprogramm seit 14 Jahren. Chess hat sogar extra Kartoffelchips gemacht. Chess ist echt nett. Hey, ich bin nicht in Chess verknallt oder so, kein bisschen. Und wenn ihr das Mädchen sucht, keine Sorge, die ist noch heil. Scheiße, nicht, dass wir ihr nicht mordsmäßig wehtun könnten. Hey, Freunde, nimmt jemand von euch diesen Dinger hier auf? Chess kommt sicher auch vorbei und macht mit. Was denn? Okay. Wenn ich den aufmachen kann, jetzt halt voll. Das würde ich hier nicht aufmachen können, hier. Den Schrank. War das gerade die Stimme von Markus nur ein bisschen anders? Könnte sein. Kann schon sein, ja. Aber er liebt doch seinen Typen. Ja. Aber ich finde ihn nicht. Ich kann keine Kisten mehr aufmachen. Rechts, ich will jetzt aufmachen. Ich kann keine Kisten mehr aufmachen. Scheiße. Ich komme über das Symbol voll. Man kann nie genug voll sein für Kisten. Was soll der Käse? Das ist ein Gefängnis, wollen wir nicht die ganzen Waffen hier? Ausbruch. Ja klar, wenn du irgendwo ausbrichst, sind da erstmal Waffen, die da rumliegen. Und so viele. Die Wächter haben bestimmt Waffen. Soldat. Ja. Hast du noch keine realistischen Gefängnisfilme gesehen, ne? Knallhart er die. Okay, das war ganz meine Art. Knallhart. Knallhart beißt der ins Gras. Oh, ich hab ein Medikit gefunden. Behalt's. Jetzt hör auf. Oh Gott, ich bin doch so kitzlig. Oh, hab ich auf den Senden-Knopf gedrückt? Mist. Hey, du willst also immer noch in meinen Palace rein? Dann bist du so gut wie tot. Ach, der Kitzelspaß unter Klassbrüdern. Für die der schönste Spaß. No, Bro. Du, für Explosionen, wo soll ich nur hinschießen? Es ist Mini-Steve! Jobs, Mini-G-Stops, Jobs. Ich höre ein Clap-Clap. Ja, du hast Hallos. Ohne Fick, ich höre irgendwo ein Clap-Clap. Ohne Fick. Na, hier steht einer. Ah, was ist hier los? Explosionen, mehr Explosionen! Precarious!
Der singt! Doktor! Der Knastklepper singt okay. Rum! Reparaturkit! Ja, dann suchen wir mal das Reparaturkit. Mach's an. Hier ist Bewaffnung. Wo müssen wir? Sack Zement. Ich habe schon lange keinen Klassenmod mehr für mich gesehen. Ganz da hinten. Okay, einfach weiter drin. Lass mich raus! Sie hat mir nicht gesagt, wie alt sie ist. Bitte. Was? Hast du das? Ja, ich habe ihn gehört. So, Porno, Paule. Wenn ich gesagt, wie alt sie ist, ich verkaufe die Süßigkeiten an jeden. Zu gut. Oh Gott, ich bin dazu, ich jetzt nicht. Oh, Alter, ich liebe diesen Trap-Dep. Aber der im zweiten wird noch besser. Hallo, Untertan. Störung. Oh, und im dritten Teil kann man den auch spielen. Ja. Du kannst ja diesmal was anderes spielen. Noob kann er den Teppi spielen. Hast du gerade Jerome gekillt? Gott, der hatte Brustmuskeln hart wie Stahl. Wir haben immer Witze gemacht, dass die bestimmt kugelsicher sind. Sie waren es wohl nicht. Aber Jerome. Dir ist ja hoffentlich klar, dass ich dich dafür fix und alle mache. Alter. Berserker-Klassenmod plus 52% Schaden durch Explosion. Würde ich ja gerne nehmen, bringt euch bloß nichts. Nee. So, muss man wieder verkaufen hier. Wen soll man umlegen? Mann! Da ist man gerade verkaufen, dann hört man die Schreie.